Du legst die Premium super schnell und einfach an. Zunächst stellen wir den Steg ein, der ist für die ergonomische Endposition. Dazu verkleinern wir hier den Steg. Wir machen sehr klein, weil wir jetzt noch ein Neugeborenes haben. Dann kannst du die Babytrage ab Geburt dann tragen, also auch schon für die ganz, ganz Kleinen. Dazu verkleinern wir die Trage ein bisschen, indem wir den Gurt zweimal umschlagen. Das war das Belly-Kiss-Lab, guckt zu mir und dann eins, zwei. Genau so. Dann lege ich die Trage relativ hoch unter der Brust an und schließe den Klett. Schön festmachen. Dann nehme ich mir das Baby und unser heutiges Model ist 2 Wochen alt, also noch ganz frisch. Und manchmal muss man das Baby erst noch ein bisschen wippen, sodass sie sich beruhigen. Dann nimmst du die Trage, lässt das Baby ein bisschen hineinsinken. Dann legst du den Schultergurt über die Schulter. Und schließt die Schnalle. Das gleiche machen wir bei der anderen Schulter aus. Und ich schließe die Schnalle. Die ist ja etwas stramm. Dann ist es wichtig, dass wir die Trage noch ein bisschen einstellen auf die ergonomisch richtigen Einstellung. Das heißt zum Beispiel, dass das Köpfchen in Kopfkussposition sitzen sollte. Ungefähr so. Ich würde sagen, dass das Baby jetzt noch ein bisschen höher sitzen sollte. Dementsprechend passe ich die Schultergurte so an. Ich nehme hier hinten den übrigen Stoff raus und ziehe das stramm. Genau so. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. So. Dein Baby sitzt jetzt in der ergonomisch richtigen M-Position. Das heißt, der Steg geht von Kniekehle zu Kniekehle und die Beinchen sind im 90-Grad-Winkel angehockt. Du kannst auch die Gurtbänder aufrollen, sodass sie nicht rumhängen. Doch eine extra Kopfstütze, die als Nackenschutz, Sonnenschutz oder auch zum Stillen verwendet wird. Die kannst du einfach so ausklappen und dann für dein Baby individuell einstellen.